Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Rise of the Tomb Raider. Das letzte Mal, dass ich aufgenommen habe, ist schon wieder eine Zeit lang her. Ich sag auch gleich den Grund. Wo bin ich denn hier? Ach, diese Statue dort muss ich versenken, genau. Der Grund ist einfach, dass mir meine Grafikkarte abgekackt ist. Nach 2 Jahren und 3 Monaten in Benutzung ist mir meine GTX 1060 von Gainward abgekackt. Ich weiß nicht wieso. Ja. Und ich habe mir jetzt eine neue Grafikkarte gekauft. Es hat halt ein bisschen gedauert, bis die da war und deswegen konnte ich halt eine Zeit lang nicht aufnehmen. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Aber jetzt kann ich ja zum Glück wieder aufnehmen. Es hat mir auch sehr gefehlt, muss ich sagen. Hier stehen Gefäße mit griechischem Feuer. Ich muss sie nur näher an die Statue bewegen. Das sollte den Weg etwas frei machen. So. Fließt es da durch und brennt es dort weg. Das ist auch schön. Oder ist es schlecht, weil es mir mein... Wenn ich das Wasser irgendwie nutzen könnte. Okay. Das heißt, sie muss auf die andere Seite und an den Pfahl dort ran. Ich muss es vom Feuer fernhalten. Vielleicht kann ich es irgendwo befestigen. Ja, das weiß ich. Zu dem Schluss kam ich auch gerade, meine Teuerste. Aber ich komme auch zum Schluss, dass dort hinten was ist, das ich gerne haben würde. Jetzt muss ich von der Seite dort einreißen. Ja, klar. Bin zu verwöhnt durch Sekiro, dass ich überall rumspringen kann. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Halt die Backen. Ich will hier hinten lang. Eine Minute war er noch am Leben und... Oh fuck, die könnten überall sein. Wir sind hier drin mit denen gefangen. So jetzt. Halte dich an den Plan. Bleib wachsam. Stimmt, ich kann ja jetzt unter Wasser atmen. Oh, richtig schöner Stealth-Kill. Ich glaube nicht. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ich will ihn plündern. Na gut, ist egal. Schwefel. Hier müssen Sie die Bestandteile für das griechische Feuer vorbereitet haben. Bei mir flackert das Bild gerade ein bisschen. Soll das so sein? Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Oder... Weil ich empfinde das gerade als sehr störend, aber es kann sein, dass es einen Effekt von diesen Lampen hier darstellen soll. Deswegen weiß ich das gerade nicht. So, jetzt reißen wir erstmal das hier ein. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Meine Güte, geh mir nicht auf die Nerven hier. Ja, ich weiß, was du brauchst. Ne, es wird ein Effekt von den Lampen gewesen sein, weil hier sehe ich den Effekt nicht. Okay. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ach ja, wie oft willst du denn das noch sagen? Ich brauche halt
dieses eine Artefakt, das dort hinten irgendwo drin ist. Da. Da. Da lang geht's. Man kann sich ja jetzt festhaken. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ah, hier ist erstmal eine Karte. Okay. Man sieht, ich habe die Steuerung wieder voll im Griff. Ja, hier seht ihr, wie immer das Bild so schwarz flackert. Aber es scheint wirklich von den Lampen zu kommen, weil oben sehe ich diesen Flacke-Effekt nicht. Also es wird wahrscheinlich darstellen, dass halt die Baustrahlen hier flackern. Ist okay. Ist ein sehr nerviger Effekt, wie ich finde, aber gut. Nennt sich Game Design. Das muss so. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Okay. Ah, hier kann ich das einreißen. Völlig verwirrt, was ich tun muss. Das Feldzeichen der Armee des Propheten wurde für gewöhnlich über einer Flagge befestigt und von einem Fahnenträger getragen. Gut, und runter. Wir haben die schnelle Version gewählt. Ich muss es vom Feuer fernhalten. Vielleicht kann ich es irgendwo befestigen. Aber erstmal nehmen wir Blätter mit. Und Metallschrott. Na, komm schon. So. Und jetzt müsste es passen. Ja, sehr schön. Ich würde laufen. Ich wollte gerade sagen, da stehen Keramiken voller griechischem Feuer. Da will ich nicht lang. Hey, hier liegen Schädel. Ah, hier. Nein. Ich bin gerade etwas ruhig, weil ich etwas angespannt bin. Hui. Fast. Geschafft. Natürlich. Die Steuerung hier in Tomb Raider ist halt teilweise echt mega clunky. Oh shit. Hey, wenigstens brenne ich nicht mehr. Jacob,
geschafft. Ich bin draußen. Lara, Gott sei Dank, es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Wehe, hier laut irgendwas im Wasser. Ich hätte ja so schon Wasserlevel in den Spielen. Da brauche ich nicht auch noch Gegner im Wasser. Und ja, ich bin ein großer Fan von Assassin's Creed 4. Hm. Na gut, einerseits ist es schon cool, andererseits Wasser. Was fummelst du ihm die ganze Zeit am Arsch rum? Hast du da was zu hängen, oder was? Also ja, würde ich auch gerne. Ich meine, ich kann es ja auch verstehen, warum du da an dir rumspielst, aber... Muss das denn hier im Spiel sein? Oh, Münzen. Eine Truhe. Teil Kipplaufflinte. Lara! Lara! Bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel! Du bist am Leben! Ich wusste es! Mein Gott! Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Natürlich bin ich doch immer. Zusammenkunft. Mir passiert ja auch sonst nie was, ne? Finden Sie den nahegelegenen Grabeingang. Sehr schön hier. Okay, ist ein Kumpel. Lara, gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Aber wir drängen sie zurück, wo wir können. Wir können Ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir ihnen vertrauen können. Ja, ne? Das Grab ist da drüben. Dann gehen wir mal hier rein. Oder ist es hier? Nee. Ah, das ist hier unten. Okay. Warte mal, da oben hat doch gerade noch was geleuchtet, oder? Ja. Da hat was geleuchtet. Die große Frage ist nur jetzt, wie komme ich da hoch? Das, meine lieben Kinder, kann ich euch nicht beantworten. Okay, dann halt nicht. Eine Münze. Schon wieder Münzen. Ah, Vogelnest. Basislager. Und Karte. Karte aktualisiert. Und noch mehr Stuff.
So ging das, genau. Das Heft eines alten Dolches wurde wohl aus Knochen geschnitzt. Untersuchen. Die Klinge fehlt schon lange. Scheint ein Oberschenkelknochen zu sein. Nahezu sicher von einem Menschen. Vielleicht ist es eine Art rituelles Objekt. Jonah! Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für ihr Volk getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Ja. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Lara! Oh nein! Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber
Ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn Sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen Sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Falls Jonah noch lebt, halten Sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht's dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Okay. Und damit bin ich auch mal wieder am Reden. Ich werde jetzt nochmal schnell die interessanten Objekte hier einstecken. Breitblatt-Kletterpfeile. Weiche Holzoberflächen. Ah. Ja, das ist natürlich praktisch. Okay, cool. Lara! 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 Antworte mir. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du... Verdammt, Lara, sei nicht tot. Nach der Lawine kam ein kurzes Signal, ein kurzes Echo, aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr, aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Echt? Du solltest mich besser kennen. So, und mit dieser Information verlassen wir die heutige Folge. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.